Herzlich willkommen zu einem neuen Skyrim-Part. Wir sind immer noch in dieser sogenannten Werwolf-Höhle, wo wir die Werwolfjäger töten müssen. Komischerweise wurden wir aber auch schon selbst von einem Werwolf angegriffen. Was ein bisschen komisch war, meiner Meinung nach. Aber Meister, hier ist eine Meistertruhe, direkt einmal speichern. An der werde ich mich doch gleich mal versuchen. In der Hoffnung, dass hier irgendwelche richtig geilen Sachen drin sind. Ja, gut. Warum auch nicht? Gut, warum auch nicht? Kannst du hier irgendwo sein? Nein! 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 Ah, komm, hier irgendwo. Nein! Nein. Na, ah, was sind das für Dietriche? Ah, Gott, komm. Endlich haben wir diese verflixte Truhe geöffnet. Ich muss das jetzt ein paar Mal probieren. Hier drin ist eine Schuppenhornrüstung. Eigentlich ganz nett, aber ich glaube momentan nichts sonderlich Gutes für uns, weil die keinen großen Effekt hat. Der Ring ist ganz geil. Ring der Ausdauer steigert Ausdauer um 40 Punkte. Das ist schon nicht wenig. Gucken wir mal. Waffen, Bekleidung. Ring müsste ich eigentlich noch tragen können. Nee, kann ich nicht. Ja, aber die Ausdauer ist da doch mir mal deutlich lieber. So, speichern. Ich brauche unbedingt Dietriche. Komm her, Mensch. Komm. Jetzt stirb doch. Danke. Orkische Pfeile. Stahlpfeile nehme ich natürlich auch mit. Das Übliche. So, hier geht jetzt nichts mehr ab. Also geht es hier, oh, geh aus dem Weg nach oben. Hier ist irgendwas eingestürzt. Und diese ganzen Köpfe, die sie so nett aufgespießt haben. Kaiserliche. Ja gut, dafür sie kaiserlich ist, war sie jetzt nicht sonderlich, ne, reich. Muss man jetzt einfach mal vorwerfen. So. Hier drüben müssen wir was lernen. Einhändig verbessert. Sehr schön. Fällt auch schon wieder ein, dass ich schon ein Level aufgestiegen bin. Aber das lasse ich jetzt erstmal auf sich ruhen. Ah, so, komm. Das war schon alles. Wirklich? Zack, zack. Ah. Oh. Oh, diese verdammten Zweihänder, ne? Ich kann die mal so gar nicht ab. Kleine Heilung. So, stirb. Gott, ey. Silberne Zweihänder. Vor allem besonders wirkungsvoll gegen Untote. Ich bin doch gar nicht untot. Warum muss er mir denn so viel Schaden machen? Das ist so unfair. 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 Schmiedekunst verbessert. Auf 18. Oh, ich muss unbedingt bald was schmieden. Da muss ich auch nochmal dringend etwas nachholen. Was ist das jetzt? Adept. Ja gut, da gehe ich jetzt erstmal nicht rein. Weil ich habe ja nichts. Wir sind fast da. Vorsicht. Oder doch, Ihr ich will es jetzt probieren. Ist äußerst verschlagen. Sie nennen das ist mir. Ah, es gibt es nicht. So, jetzt aber. Geht doch. Den Hautabzieher. Den Hautabzieher? Ich glaube nicht, dass ich euch den Grund dafür erklären muss. Doch, bitte. Ich kann mir darunter leider nichts vorstellen. Zwergenkriegsaxt. So. Hier, komm. Winziger Seelenstein. Was war da noch drin? Gold. Gold. Und gut, die Schale nehme ich natürlich auch mit, weil sicher ist sicher. Gut, wenn es weit nicht mehr ist und wir gleich beim Endgegner sind, dann muss ich mich hier gleich nochmal ordentlich anstrengen. Habt ihr etwas gehört? Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Komm, stirb.
7. Ach, das ist er. Zack, zack, zack. Ah. Oh. Oh, jetzt dreht er hier aber ganz schön durch. Nicht schlecht. Kleine Heilung. Und zack, tot ist er. Der liebe Kref oder Kef? Ah, ich weiß es gar nicht. Das hier leidet 50% Blitzschaden und... Und halb so viel Magikerschaden. Okay, Eisenstrahl, ich glaube, es ist aber ein Zweihänder, oder? Gewicht 20, ja. Elfendurch. Geiles Ding, nehme ich auf jeden Fall mit. Ah, Schaden tut's nicht, denke ich mal. Komm. Stirb, Miststück. Besonders wirkungsvoll gegen Untote ist echt drin bei den Menschen. Boah, die ist auch schon wieder relativ stark. So, so. Und pack einmal in die Fresse. Oh, die Werwölfe, warum sehen die denn so komisch hier aus? Das ist das normal? Das ist doch nicht normal. Die Bastarde. Irgendwie haben sie es geschafft, Skjör zu töten. Er war einer unserer Stärksten. Okay. Aber gegen zahlenmäßige Überlegenheit ist jeder machtlos. Er hätte nicht ohne einen Schildbruder losziehen sollen. Das ist natürlich gut gelaufen. Von hier. Ich werde sicherstellen, dass wir alle erwischt haben. Vielleicht finde ich ja Informationen bei einer der Leichen. Wir beide haben Arbeit vor uns. Die silberne Hand wird vor uns erzittern. Okay. Was ist unser erstes Ziel? Die silberne Hand durchkämmt die Welt nach weiteren Stücken von Wutrat. Eine Gruppe versteckt sich in Rift. Holt es zurück, zum Ruhm von uns allen. Okay. Etwas ganz Seltenes. Oh, eine Truhe. Dietrich, Gold, Zauberbuche, Seelenfalle. Stirbt das Ziel innerhalb von 60 Sekunden, füllt es einen Seelenstein. Geil! Geil, 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 geil. Wer auch immer das getan hat, ich werde ihn finden. So, hier ist jetzt, denke ich mal, grob gesehen nichts mehr. Nee. Schade. Leider kein Wort der Macht. Wäre natürlich auch ein bisschen zu viel gewesen. Holztür. Wo führt die hin? Ich denke mal, die führt gleich wieder nach vorne. Nee, hier ist nichts mehr. Oh, Skjör. Hat er irgendwas Schönes dabei? Nicht unbedingt, nö. Das Schwert mit 22 war natürlich ganz nett, aber muss jetzt nicht sein. Ah, jetzt kommen wir direkt bei der anderen Tür raus, die ganze Zeit verriegelt war. Was war das? Lassen wir die Stöckchen. Oh. Er ist der Schiller. Das war schon alles. Mehr hat er nicht. So, komm. Ah. Zack. Zack, zack. Ah, so. Brauchst dich nicht ergeben. Das zählt bei mir nicht mehr. Ah, wie kann ich mich denn jetzt zum Werwolf verwandeln? Das verstehe ich nicht so ganz. Oh, hier draußen sind wir gleich auch noch welche. So, gehe ich hier mal raus. Wird jetzt noch die beiden Bogen